Kinderspiel. Pass auf, Schlumpfine. Oh, bitte sei vorsichtig, Hefti. Er sieht sehr schwer aus. Keine Sorge, für mich ist er so leicht wie eine Feder. Oh. Liebe Güte, halt dich bloß fest, Hefti. Alles in Ordnung, Hefti. Das war lustig, was, Hefti? Hier, Hefti, hier hast du eine schnupfige Salbe, mit der du deine Muskeln einreiben kannst. Oh, danke vielmals, Joki. Es reicht. Ach, Hefti, was ist? Oh. Hast du keinen Sinn für Humor? Sinn für Humor? Hefti, eins musst du aber zugeben. Ein Gargamel in der Schachtel ist sehr komisch. Ja. Also, Schlumpfine, ich weiß nicht recht. Möglicherweise habe ich keinen Sinn für Humor. Klar, aber natürlich hast du den. Du solltest ihn einfach nur mal rauslassen. Na komm schon, Hefti, ich werde dir beibringen, wie man sich schief lacht. Na gut, einverstanden. Ich werde es mal versuchen, aber ich weiß nicht. Hallo, Schlumpfine, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden. Oh. Ich will zu Omnibus und ihm zeigen, wie groß Baby Schlumpf geworden ist. Wie ich sehe, ist Joki eben hier gewesen. Es war sicher sehr komisch. Hefti fand das gar nicht. Joki will ihm beibringen, was Sinn für Humor ist. Gut, ein gesunder Sinn für Humor hilft uns, das ganze Leben nicht immer so ernst zu nehmen. Autsch! So weit, so gut, Hefti. Dann sind wir uns also einig, dass du auf alles eingehst, was ich dir sage. Klar doch, Joki. Möglicherweise hilft uns eine Rätsel, deinen Sinn für Humor zu wecken. Oh, toll. Ich finde Rätsel klasse. Gut. Was ist ziemlich breit und rot, hat lauter grüne Punkte, trägt einen witzigen Hut und frisst gerne Schüren? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß es auch nicht, aber es ist hier in diesem Schrank. Das Monster ist komisch, was, Hefti? Hefti! Ich glaube nicht, dass dieser Unterricht im Schieflachen besonders gut für mich ist, Joki. Warte, was du gleich sehen wirst. Eine Erfindung von Michael, dem Kobold. Es ist ein wirklich witziger Kerl, dieser Michael. Dieses Zeug wird die Steine wie Gold aussehen lassen. Wie Gold? Nach Gold sind die Menschen verrückt. Pass auf, was passiert, wenn zufällig ein Mensch hier vorbeikommt. Halt! Anhalten! Haltet den Wagen an! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Tatsächlich, das ist ja ein großer Topf voller Gold am Ende des Regenbogens. Das ist aber eine merkwürdige Art von Gold. Oh nein, was ist das? Ich kann dieses klebrige Zeug nicht mehr loswerden. Siehst du, was für ein blödes Gesicht sie jetzt macht? Also bis heute wusste ich nicht, dass Sinn für Humor so viel Spaß machen kann. Das Leben wäre furchtbar trostlos, gäbe es keinen Sinn für Humor. Schlümpfe! Ich werde euch zeigen, was Spaß ist. Ich werde euch lehren, was es heißt, mich zu veralbern. Weißt du, was ich mit ihnen tun werde? Nein. Ich stehle ihnen einfach ihren Sinn für Humor. Du kannst bestimmt einen gebrauchen. Höret mich, ihr Geister des Humors. Haha, und hihi. Oh, ihr Geister des in sich hineinlachens und der Ausgelassenheit. Gehorcht mir, oh Geister des Humors und der Heiterkeit. Verlasst die Schlümpfe und eilt her zu mir. Ah, da bist du ja. Komm zu mir,
meine wunderbare Wolke, komm ich. Diejenige, die zuletzt lacht, lacht am besten. Besonders, weil ich diejenige sein werde, die zuletzt lacht. Mann, bist du aber eine gemeine Hexe, ha? Ja, Baby, ist es wirklich schlumpfig, nach Hause zu kommen. Ich kann's gar nicht abwarten, jemandem das Rätsel von Omnibus zu erzählen. Hallo, Jokey. Oh, hallo. Hallo, Papa Schlumpf. Ich kenne ein neues Rätsel, das dir sicher gefallen wird. Es ist wirklich schlumpfig. Oh. Also, wo schläft ein 600 Pfund schweres Riesenmonster? Es kann gern mein Bett kriegen. Das ist ja eigenartig. Jokey hört doch sonst so gerne Witze. Oh, da ist ja Schlumpfine. Ihr gefällt mein Witz bestimmt. Ach, Schlumpfine, ich kenne einen neuen Witz. Wo denkst du, schläft ein 600 Pfund schweres Ungeheuer? Oh, das arme Ding. Ich weiß nicht, wo schlafen soll. Oh, beruhige dich, Schlumpfine. Das ist doch nur ein Witz. Was ist ein Witz? Das ist ja furchtbar. Das ist die traurigste Sache, die ich jemals gehört habe. Was geht dir denn eigentlich vor sich? Kein Schlumpf möchte sich meinen neuen Witz anhören. Doch, Papa Schlumpf, ich höre mir deinen Witz an. Also gut, Clumsy, hier ist mein Witz. Wo schläft ein Ungeheuer, das 600 Pfund schwer ist? Keine Ahnung, wo schläft denn ein 600 Pfund schweres Ungeheuer? Natürlich überall, wo es will. Papa Schlumpf? Ja, Clumsy? Wo ist der Witz dabei? Komisch. Irgendetwas läuft ja entschieden verkehrt. Wenn ich euch beide richtig verstehe, dann kam diese pinkfarbene Wolke kurz, nachdem ihr der bösen Chlorhydris einen Streich gespielt habt. Ja, so war das, Papa Schlumpf. Ja, so war es, Papa Schlumpf. Ich verstehe. Das ist zweifellos die Ursache. Sie hat euch euren Sinn für Humor genommen. Ich hasse Humor. Ah, Muffi, wenigstens ist bei dir noch alles normal. Ich hasse normal. Ja, ja, das ist eben das Normale für dich. Du musst dem Zauberspruch gegenüber immun sein, weil du noch nie Sinn für Humor gehabt hast. Das heißt, dass es jetzt nur noch drei Schlümpfen möglich sein wird, Chlorhydris Fluch aufzuheben. Dir, mir und... Oh nein, Babyschlumpf. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir haben eine Aufgabe zu lösen. Klingt, als würde sie fest schlafen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das, was wir suchen, in diesem Fläschchen. Schön vorsichtig, Baby. Wir müssen an dieses Fläschchen gelangen, ohne Chlorhydris aufzuwecken. Ich hasse es, Chlorhydris aufzuwecken. Ach du lieber Schlumpf. Jetzt bleibt nur noch eins. Das war wirklich knapp. Ich hasse wirklich knapp. Wir müssen einen anderen Weg finden, um an das Fläschchen zu kommen. Möglicherweise können wir dich an einem Faden runterlassen. Ich hasse es, mich an einem Faden runterzulassen. Babyschlumpf, wie hast du bloß... Also manchmal, Babyschlumpf, wundere ich mich über dich. Obwohl sich die rosa Wolke in unserem Besitz befindet, ist euer Sinn für Humor noch immer eingesperrt. Ich lasse die rosa Wolke jetzt über unserem Dorf schweben. Allerdings wird die Wolke euren Sinn für Humor erst dann freilassen, wenn ihr alle wenigstens einmal gelacht habt. Und das ist nicht schwer. Das hoffe ich. La, 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 la. Der alte Schlumpfbeerschalenwitz funktioniert ganz sicher. Armer Papa Schlumpf. Ist er in Ordnung? Ah, das wird doch ein bisschen schwerer, als ich geglaubt hatte. Muffi, was ich jetzt brauche, ist deine Hilfe. Alles, was du tun musst, ist im Publikum sitzen und lachen. Lachen ist ansteckend. So wie die anderen Schlümpfe dich lachen hören, werden sie auch lachen wollen. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das in sich hineinlachen. Und das hier ist Kichern. Und mein Lieblingslachen aus dem Bauch heraus. Versuch doch einfach mal, das in sich hineinlachen. Naja, versuch's mal mit Kichern.
Versuch doch mal aus dem Bauch heraus zu lachen, Muffi. Schlumpf deinen ganzen Körper beim Lachen. Ich mache lieber mit meinen besten Witzen weiter. Wieso hat der Schlumpf nur die Straße überquert, hä? Er wollte einfach den Hühnchen helfen. Tja, meine kleinen Schlümpfe, ich kann euch sagen, es war sehr heiß heute in Schlumpfhausen. Ich sagte, es war sehr heiß heute in Schlumpfhausen. Oh, wie heiß war es denn? Es war so heiß, dass sich Farmi Schlumpf statt der Blumen selber begossen hat. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich höre euch schlumpfen. Ach, ich geb auf. Meine kleinen Schlümpfe, euer Sinn für Humor ist wohl schon zu lange weg. Ich habe jeden Witz ausprobiert, den ich kenne. Also, ich fürchte, ihr werdet nie mehr lachen können. Das ist wirklich lustig. Autsch, ich glaube, alles ist wieder... Autsch, ist wieder ganz normal. Wie gesagt, ich hasse normal.